Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Medieval Dynasty. Wir spielen das Tal mit Razimir. Hallo! So, wir haben in der letzten Folge einiges erledigt und auch viel gelesen. Also wir waren bei dem Zambor. Jetzt sind wir auf dem Weg nach Gustovia. Wir wollen dem Unigus die Ohrfeigen abliefern. Ich habe hier angehalten, beziehungsweise euch dazu geholt, weil ich hier ein paar Sachen gefunden habe. Die sammeln wir gemeinsam auf. Weiß nicht, ob hier noch was herumliegt. Steine, Axt, Met. Nichts mehr. Okay, wir müssen unbedingt unterwegs noch baden. Weiß nicht, ob ich den Eimer noch mit hab. Aber wir haben noch lecker Obstkuchen von dem Dagobert. So. Unigos, da war glaube ich der Alwin. Schon noch mal mit Alwin sprechen. Venena, die ist in Denica. Das Wetter, das sieht nicht so schön aus. Das ist irgendwie so ein bisschen diesig, sagt man, glaube ich. So, Unigost. Es ist immer schön, dich zu sehen, Razimir. Unigost, hallo. Ich habe mich mit Zambor unterhalten. Er ist ein wahrer Schatz, nicht wahr? Ja, das ist der Schatz von allen. Wie ein Glas Honig. So ist er, unser Zambor. Ich verstehe. Er hat mir allerdings von meinem Onkel erzählt, diese Geschichte von Herrn der Abbäume. Er ist unerwartet gut darin, Geschichten zu erzählen, nicht wahr? Ja, das ist er wirklich. Ich war richtig überrascht. Einmal hat er, ich schwöre es dir, ein ganzes Jahr lang kein Wort gesagt. Aber als wir dann am Feuer saßen, da hat er sich plötzlich an irgendeine Anekdote erinnert. Er lachte auf und fing an zu erzählen. Wurde von einem vollkommen stummen zu einem wahren Baden. Seine Erzählung war so fesselnd, es war fast unmöglich, ihr nicht zuzuhören. Er machte sogar unterschiedliche Stimmen nach. Aber sobald er fertig war, wurde er wieder still. Ich habe diesen Teil seiner Persönlichkeit nie ganz verstanden. Ein Schauspieltalent, das im Körper eines Bärenbändigers gefangen ist. Er hat mit mir übrigens gesagt, dass ich dir etwas geben soll. Hat er das? Und was? Eine Ohrfeige. Ja, das klingt nach Zambor. Und? Hast du auch vor zu liefern? Wirst du, dass ich es tue? Nun natürlich, ich liebe es, wenn mir Leute ins Gesicht schlagen. Im ganzen Tal bin ich dafür bekannt. Würdest du mir nur einen Gefallen tun und es für mich umsonst machen? Mein ins Gesicht geschlagen werden Budget ist aufgebracht. Ernsthaft? Nein, nicht ernsthaft. Hast du Stroh im Kopf? Du wirst hier niemanden schlagen, ist das klar.
Aber wenn er nachfragt, dann sagst du ihm, dass du mich gerade bewusstlos geschlagen hast. Rein aufs Neugierde, was hat dir Sambo darüber erzählt, wie er zu einem Teil der Meute geworden ist? Er hat gesagt, dass ihr nach dem bestmöglichen Kandidaten gesucht habt und dass er die naheliegendste Wahl war. Ja, das klingt wie etwas, das er sagen würde. Das ist nicht die Wahrheit. Es ist keine angenehme Erinnerung, aber ich glaube, dass du es verdienst, die ganze Geschichte zu hören. Wir haben ihn nicht rekrutiert. Nun ja, eigentlich schon. Jordan hat es getan, aber wir hatten keine Wahl. Nachdem Jordan und ich damit anfingen, uns zusammen der Mission zu verschreiben, da waren wir recht erfolgreich. Alles lief glatt, schon fast zu glatt. Wir vollbrachten viele gute Taten, brachten das verdiente Lächeln auf viele geschundene Gesichter zurück. Das war der Moment, in dem wir anfingen, unvorsichtig zu werden. Es gab eine geheime Gilde, die von einigen hochrangigen Rittern und Baronen gegründet worden war. Wir nannten sie die Verkäufer. Herzlose Bastarde. Am besten verdienten sie an lebende Ware. Und nein, ich meine nicht Tiere. Bitte sag nicht, es waren... Sklaverei war im Reich streng verboten. Die Königin bestand darauf. Nur die Verkäufer machten ihre eigenen Regeln. Sie sperrten Menschen wie ein Vieh, vor allem Frauen und Kinder dazu verdammt, in ihrem feuchten Verlies gegen Ratten und magere Nahrungsrationen zu kämpfen. Der Gilde war die bloße Menge wichtiger als deren Zustand. Krankheiten interessierten sie nicht, Wunden versorgten sie nicht. Ich glaube, mir wird schlecht. Manchmal dauerte es Tage, bis sie die Toten aus den Käfigen holten. Die Stärksten überleben oder eher die Ärmsten überdauern. Es war einfach so schrecklich und wenn du mich fragst, hatte die ganze verdammte Gilde einen langsamen und schmerzhaften Tod verdient. Aber das war nicht unser Weg. Jordan machte es vom ersten Tag an klar. Wir durften niemals ein Leben nehmen. Es war die wichtigste Regel von allen. Jedenfalls, wir konnten alle befreien, Wagen voller gebrochener Menschen. Selbst die Pferde hielten ihre Köpfe gesenkt, trauernd, beschämt. Die Verzweiflung in der Luft war noch giftiger als der Gestank nach verwesendem Fleisch. Und inmitten all dessen vernachlässigen wir unsere eigene Sicherheit. Die Söldner erwischten uns und brachten uns in eine Folterkammer. Ja, stell dir vor, diesen grauenhaften Ort gab es einen noch grauenhafteren Ort. Unglaublich. Die Verkäufer waren nicht in Stimmung für Geduldsspielchen, also schickten sie sofort ihren schlimmsten Folterknecht. Das Grauen packte mich, ließ mich völlig versteinern. Ich konnte kaum atmen. Jordan sagte kein Wort, sah mich einfach nur an. Seine Augen wirkten ruhig, aber aufmerksam. Ich verstand, dass er wollte, dass ich ebenfalls ruhig bleibe, aber ich konnte nicht. Er kam zuerst dran. Der Folterknecht schnallte Jordan an einem Stuhl fest und prügelte auf ihn ein. Seine Fäuste waren wie Schmiedehämmer. Jeder Schlag hinterließ eine blutende Wunde und gebrochene Knochen. Innerhalb kürzester Zeit war Jordans Gesicht nicht mehr wiederzuerkennen. Das einzig Vertraute inmitten dieses blutigen Fleischbreis war sein Lächeln. Das war einer der Momente, in denen ich mich fragte, ob er überhaupt ein Mensch ist. Der Folterknecht begriff recht schnell, dass er es bei einer so einzigartigen Kreatur mit anderen Mitteln versuchen musste. Also holte er seine Messer. Das war der Augenblick, in dem Jordan anfing zu sprechen. Er machte ihm Angebote, eines nach dem anderen, aber der Folterknecht machte einfach damit weiter, seinen Oberkörper einzuritzen, als würde er ein Stück Fleisch fürs Braten vorbereiten. Da war so viel Blut, ich konnte es beim Atmen schmecken. Ich wünschte mir, ich würde das Bewusstsein verlieren, einfach vor all dem weglaufen, weit weg, aber mein Herz schlug so heftig, dass es mich wach hielt. Das ist entsetzlich. Plötzlich hielt der Folterknecht inne.
Er blickte zwischen mir und Jordan hin und her. Er sagte nur diesen einen Satz. Wenn du lügst, dann mache ich dasselbe mit ihm. Ich war kurz davor, mich zu übergeben, aber Jordan nickte nur. Also bald band er uns beide los und verhalf uns zur Flucht. Dabei begegneten wir einigen weiteren Söldnern. Alle schwer bewaffnet. Keiner von ihnen hielt uns auf. Selbst sie hatten Angst vor diesem Kerl. Wir entkamen in einem Stück also. Wir entkamen lebendig. Es dauerte viele Wochen, bis Jordans Wunden zu heilen begannen. Und selbst danach war er so voller Narben, dass er aussah, als hätte jemand versucht, einen Kettenhemd auf seine Haut zu stecken. Aber wir waren dem Tod entronnen. Und sein Sendbote wurde einer von uns. Der Folterknecht? Das war Sambo, nicht wahr? Ja. Mir fehlen die Worte. Es tut mir so leid, dass euch das angetan wurde. Dafür gibt es keinen Grund. Der Weg, den wir beschritten, wir hatten ihn uns selbst ausgesucht. Wir kannten das Risiko. Wie konntet ihr so einen Menschen in eurer Gruppe aufnehmen? Denkst du, ich wollte diesen Mordgesellen in meine Nähe? Tagelang habe ich kein Auge zugemacht. Ich habe es nicht gewagt, ihm den Rücken zuzukehren, aber jede seiner Bewegungen genau beobachtet. Warum habt ihr ihn dann nicht einfach weggejagt? Das ist ganz einfach. Jordan hatte es ihm versprochen. Er versprach ihm die einzige Sache, die diesem Rowling etwas bedeutete. Und das war Geld. Viel mehr als die Gilde ihm bezahlte und ein Anteil an der Beute von jedem unserer kommenden Raubzüge. Hättet ihr nicht einfach ausbezahlen können oder weglaufen? Das war nicht Jordans Art. Er war ein meisterlicher Lügner, aber wenn er jemandem wirklich sein Wort gab, dann blieb es dabei. Davon abgesehen fanden wir später heraus, dass Sambo nicht von Natur aus böse ist. Er war einfach ein Söldner, tat das, wofür man ihn bezahlte, befolgte Befehle. Jordan verbrachte viele Stunden damit, sich mit ihm zu unterhalten, ihm unsere Verhaltensregeln zu erklären. Sambo hat nie auch nur eine einzige davon gebrochen. Niemals. Das ist unglaublich. Euer Leben, meine ich. Ich glaube, das wäre alles zu viel für mich gewesen. Ehrlich gesagt, ich hoffe, dass die vieles davon auch niemals zu stoßen wird. Ich habe vieles erlebt. Und nach all den Jahren ist die Sache, die ich dir am meisten wünschte, dass du ein langweiliges und beständiges Leben haben wirst. Ich bin niemand, der sich schnell langweilt. Es gibt immer etwas zu tun. Das sehe ich gern. Dann wird dich auch meine nächste Bitte nicht langweilen. Immer raus damit. Womit kann ich helfen? Du musst Ida in Borovo für mich finden und meine Sense von ihr zurückholen. Ist so gut wie erledigt. Genau. So. Da haben wir wieder ganz schön zu lesen gehabt. Jetzt sprechen wir noch kurz mit dem Alvin. Ich hoffe, der wird sich kurz fassen. Was gibt es Neues? Lange nicht gesehen, Alvin. Wie geht's dir? Du siehst traurig aus. Du wirst nicht glauben, was passiert ist. Na los, sag schon. Meine Hacke ist kaputt. Oh nein, der Horror. Lach nicht, sie ist wichtig für mich. Gut, wie kann ich dir helfen? Naja, ich habe ja schon eine neue bei Falibo bestellt. Er ist ein wirklich guter Handwerker und lebt fast nebenan. In dem Dorf auf der anderen Seite des Flusses. Nördlich von hier. Er ist ein alter Freund meines Vaters. Mir wurde gesagt, dass Falibos damals mit dem Schmieden aufgehört hat, weil er Rückenprobleme bekommen hat. Trotzdem hilft er uns Feldarbeit dann in der Gegend immer mal wieder dabei, unsere Werkzeuge zu reparieren. Ich habe die Hacke noch nicht abholen können, weil ich wirklich viel Arbeit habe. Ja, sicher, ich helfe dir gern. Hier, Münzen, um Falibor für die Hacke zu bezahlen. Das sollte reichen. Ich weiß, dass ich dir in diese Sache vertrauen kann.
Nein, nein, keine Sorge. Ich bin bald mit deiner kostbaren Hacke zurück. Ja. Das machen wir das. Doch, Valibor und... die Ida. Ja, dann schwimmen wir doch kurz nach Borovo. Ich mag das nicht, wenn ich also die Dialoge vorlese und wenn da Leute dabei stehen und quatschen. Also es war wirklich unangenehm. Naja, aber wir haben es geschafft. Die Ida ist hier nicht sogar die Frau von Falibor? Glaub schon, ne? Hallo, kennen wir uns? Hallo Ida, ich bin wegen Unikostense hier. Du kannst dich gleich wieder vom Acker machen, Kleiner. Ich habe sie anständig und ehrlich gewonnen. Gewonnen? Ja, die kleine alte Schlange hat dir das wohl vorenthalten. Das war ja klar. Ich weiß nicht, was du damit meinst. Er hat mir nur gesagt, dass ich seine Sense zurückholen soll. Sie ist jetzt meine Sense. Schon gut, entspann dich. Was muss ich tun, um deine Sense zu bekommen? Du kannst sie mir natürlich abkaufen, oder? Wir könnten darum spielen. Und was für ein Spiel reden wir hier? Dasselbe Spiel, bei dem Unikus sein ganzes Geld und seine Sense verloren hat, haha. Ein Rätselspiel. Wie wird es gespielt? Das ist ganz einfach. Ich stelle dir drei Rätsel und du musst sie alle richtig beantworten. Ein einziger Fehler und das Spiel ist vorbei. Du gewinnst, du bekommst die Sense. Und wenn ich verliere? Ich will bei deinem ersten Versuch mal sanft mit dir umspringen. Wenn du verlierst, schuldest du mir nichts. Du verlierst aber die Möglichkeit, die Sense umsonst von mir zu bekommen. Das klingt fair. Immer her mit den Rätseln. Erstes Rätsel. Was verschwindet, sobald du seinen Namen sagst? Das wissen wir doch schon lange. Das ist die Stille. Richtig. Bist du bereit für das nächste Rätsel? Yes, es schon. Füttere mich und ich lebe, aber gib mir zu trinken und ich sterbe. Was bin ich? Du bist Feuer oder das Feuer. Oh, du bist gut, schon viel besser als der große Herr Kastellan. Aber kannst du auch diese letzte Rätsel lösen? Hör genau zu. Ich kann fliegen, aber habe keine Flügel. Ich kann weinen, aber habe keine Augen. Wohin ich auch gehe, es folgt mir Dunkelheit. Was bin ich? Ja, Ida, du bist eine Wolke. Verdammt, du bist schlau. Herzlichen Glückwunsch. Du gewinnst die bescheidene Sense eines alten Mannes. Was will man mehr? Vielen Dank für das Spiel. Ich hatte Spaß dabei. Macht's gut. Super. Und wo ist Falibor? Suchen wir Falibor. Der ist in der Werkstatt. Willkommen. Hallo, Alvin hat mich geschickt, um die bestellte Hacke abzuholen. Ist ihm etwas zugestoßen, dass er jemand anderen schicken muss? Nein, er ist nur sehr beschäftigt mit Arbeit. Arbeit, richtig. Ich helfe ihm. Ach, dieser Junge. Er ist ein fähiges Kerlchen, aber er schultert sich zu viele der Pflichten seiner Familie alleine auf. Er scheint einfach nicht zu sehen, wie viel er sich selbst unnötig vorbietet. Er ist noch jung und könnte so viel mehr erreichen, als nur Tag ein, Tag aus auf dem Feld zu arbeiten. Also ist nicht nur mir das aufgefallen.
Wenn du sein Freund bist, vielleicht kannst du ihn zur Vernunft bringen. Ich werde mein Bestes tun. Wie viel für seine Hake? Für Alvin sind es nur 90 Münzen. Danke. Ich mach mich dann mal auf den Weg zurück zu ihm. Warte, eine Sache noch. Ein Jäger, den ich kenne, ist auf der Suche nach Käufern für seine Bogen. Hast du vielleicht Interesse? Nicht im Moment, aber ich werde es im Hinterkopf behalten. Noch einmal danke für die Hake. So. Ach jo, ihr Lieben, die Zeit, die läuft so. So wie das Gequassel hier. Aber muss ja auch erledigt werden, ne? Wenn wir schon mal da sind. Alles abgegrast. So. Entschuldigung, dann machen wir Alvin und Unigos fertig. Somit haben wir eine Questreihe abgeschlossen und danach kümmern wir uns nur um unsere Siedlung. Schön entspannt bauen und arbeiten. Ja, entschuldige, ich habe jetzt nicht aufgepasst. Ist er noch auf dem Feld? Hallo, ich bin zurück. Hier ist deine Hacke. Ich danke dir. Hattest du genug Münzen? Ja, Falibo hat es für dich sogar günstiger gemacht. Oh, das ist ja nett von ihm. Behalte die Münzen. Du hast mir schon mehr als einmal geholfen. Du verdienst sie, mein Freund. Und hast du dich mit Falibo unterhalten? Was gibt es Neues bei ihm? Ja, das habe ich. Er hat erwähnt, dass er einen Jäger kennt, der nach Käufern für seine Bogen sucht. Wirklich? Was, bist du interessiert? Ich weiß nicht, ich habe noch nie einen Bogen in der Hand gehabt. Wahrscheinlich wäre ich sowieso nicht besonders gut darin. Das weißt du nicht, bis du es nicht versucht hast. Na los, was denkst du? Du hast eine ganz andere Lebenseinstellung als ich, aber du könntest recht haben. Ich sollte darüber nachdenken. Gut, dann lasse ich dich jetzt mit deinen Gedanken alleine. Bis zum nächsten Mal. Genau. Da müssen wir auf die nächste Jahreszeit warten, Gott sei Dank. Und wir gehen zu Onigost. Deine Schenke. Schon zurück? Aber sicher, Unigos, ich habe deine Sense. Großartig. Hattest du dabei irgendwelche Schwierigkeiten? Sag du es mir. Was für Schwierigkeiten könnte das gewesen sein? Ich habe möglicherweise ein klitzekleines Detail unerwähnt gelassen. Sag bloß. Wie hast du es trotzdem fertiggebracht, meine Sense zurückzubekommen? Mit meinem Verstand. Dann bist du ein helleres Köpfchen als ich. Gab es daran ihr Zweifel? Wenn man nicht frech, Jungchen. Jungchen, ja, genau. Davon abgesehen habe ich Neuigkeiten für dich. Sambo sucht nach dir. Nach mir? Bist du sicher? Man hat mir gesagt, dass er nach dem mit den komischen Augen und dem dummen Gesicht gefragt hat. Verstehe. Dann werde ich wohl besser bei ihm auftauchen, bevor mich morgen das ganze Tal so nennt. So, Navoya, warum quatschst du dazwischen? So, wir haben schon wieder... Wir haben schon wieder Abend. Also, ich mache es jetzt so. Ich laufe einfach nach Hause. Mache für heute Schluss. Es war
ziemlich anstrengend. Also ich habe die zwei Lesefolgen jetzt nacheinander aufgenommen. Meine Stimme versagt. Ich hoffe trotzdem, dass ihr Spaß hattet bei der Folge heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr demnächst wieder dabei seid. Mach's gut. Ciao. Goodbye.